So Leute, wir sind auf dem Weg nach Frankfurt. Kurzer Zwischenstopp an der Tankstelle. Heute ist der unangenehme Part vom Kämpfen dran, der Weight Cut. Der Weight Cut startet quasi ab heute. Ja, ist noch ein bisschen was zu tun. Heute Morgen bin ich mit 85,5 Kilo aufgestanden. Das heißt, von jetzt an sind es noch genau 8 Kilo Gewicht zu machen. Ja, wir versuchen heute noch so auf die 81 Kilo zu kommen, damit wir über Nacht auch noch ein bisschen schwitzen. Und der Rest wird auf jeden Fall morgen früh dann nochmal wie gewohnt mit der Badewanne gemacht. Ja, übliche Prozedur, immer wieder Scheiße mit dem Gewicht machen, aber gehört leider zum unangenehmen Part des Kämpfen dazu. Also Leute, let's go. Was hast du da alles mitgebracht? Ja, die Vorfreude ist groß. Nach der Waage geht's los. Dann wird wieder aufgeladen. Das übliche, so Riegel und so. Was geht, Coach? Ich mach mich auch ein bisschen warm. Nicht als normale Person nachmachen. Also wenn ihr kein Leistungssportler seid und das nicht schon öfters wiederholt habt, diese ganze Prozedur, und das auch nicht vorher eingeleitet habt und von einem Arzt kontrolliert habt, dann auf gar keinen Fall nachmachen. Also ich habe mich heute Morgen mit 85,5 gewogen. Morgen muss ich 77,5 auf die Waage bringen. Das heißt, von heute auf morgen sind 8 Kilo Gewicht zu machen. Und wie gesagt, das ist auf jeden Fall nicht nachzumachen, weil der ganze Ablauf, der wurde schon viel früher eingeleitet. Also ich habe das Ganze schon Sonntag begonnen quasi, indem ich erstmal viel angefangen habe zu trinken und das dann von Tag zu Tag ein bisschen reduziert habe. Heute habe ich den letzten Liter um 9 Uhr morgens getrunken. Das Einwiegen ist morgen um 9 Uhr. Das heißt, zwischen meinem letzten Schluck Wasser und Einwiegen liegt 24 Stunden dazwischen. Also ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken. Ja, und jetzt fängt langsam der Weight Cut an. Also wir haben jetzt locker angefangen zu schwitzen auf dem Laufband, ganz lockeres Tempo. Machen jetzt ein bisschen, dass wir am Mann arbeiten, ein bisschen locker Clinch-Arbeit, dann ein bisschen Pratzen, einfach mal alle Abläufe durchgehen, aber wo es einfach nur darum geht, ein bisschen zu schwitzen. Von dort aus gehen wir in die Sauna. Ja, und von da geht es dann wieder zurück zum Hotel und lassen uns auf jeden Fall noch mal ein bisschen Gewicht für morgen früh übrig, sodass wir nicht zu früh in den Achterkammer-Modus kommen, damit wir auch die Nacht noch einigermaßen gut schlafen können. Und dann stellen wir morgen früh um 5.30 Uhr den Wecker und haben dann noch reichlich Zeit, bis zur Waage die restlichen Kilos runterzuschwitzen. Was hat das mit den Handtüchern auf sich hier? Die brauchen wir für morgen, damit wir die Wärme halten. Damit unser Bürger schön schwitzen kann. Wie viele Kilo fehlen noch? Es müssen noch 5,3 glaube ich noch abnehmen. Morgen, aber das schaffen. Alles wird gut. Wann geht's los? Angesetzt 4.30 Uhr stehen wir auf und dann müssen wir bis 9 Uhr das Gewicht on point haben.
In Frankfurt, we will also witness a Brazilian-German fight between former title challenger Apollo Silva and KO specialist Mohamed Gravinsky. It was Gravinsky who started in the Tipsport Game Changer as a last-minute substitute against Mate Kertész. Oh, the right hand! Oh, my goodness! Oh, he's done it! He's done it! Gravinsky, look for the walk-away KO! Although he later lost to Andreas Michailidis, he was brought back into the Game Changer pyramid by German fans. Apollo, ich freue mich auf jeden Fall auf den Kampf. Verbring nicht so viel Zeit bei OnlyFans, sondern konzentriere dich auf den Kampf. Vorbereite dich gut. Ich freue mich auf eine Schlacht in Frankfurt. So Leute, wir sind jetzt ja mehr als 6 Stunden nach dem offiziellen Einwiegen. Ich habe heute, also das ist mir wirklich, glaube ich, noch nie in der Karriere passiert, dass ich mein Gewicht nicht bringen konnte. Also für mich als Kämpfer gibt es nichts Peinlicheres und nichts Unprofessionelleres, als sein Gewicht nicht zu bringen. Aber auch mir ist sowas heute passiert. Also ich weiß nicht, woran es lag. Also es kann daran liegen, dass es mein dritter Kampf und dementsprechend auch mein dritter Weightcut dieses Jahr war und dass alle Weightcuts so nah beieinander lagen, dass ich heute mein Gewicht nicht bringen konnte. Also alles lief eigentlich so, wie es immer lief. Mein Ausgangsgewicht war halt nur nicht so, wie es immer war. Ich war knapp 1,5 bis 2 Kilo drüber, als ich normalerweise immer Donnerstag früh bin. Habe mich davon aber erstmal nicht irritieren lassen, habe mein Programm einfach ganz normal weiter durchgezogen. Bin aber dementsprechend auch nicht so runtergekommen, wie ich es sonst immer komme. Wir sind dann Freitag früh auch mit viel zu viel Gewicht gestartet. Und bin dann auch normalerweise, wo ich nach dem ersten Badewannengang eigentlich relativ immer gut runterkomme, heute nicht vom Gewicht runtergekommen. Ähnlich war es auch nach dem zweiten Badewannengang. Haben dann umgeswitcht und haben vom Spitfire in Berlin eine Sauna bekommen, wo man sich halt reinsetzt. Habe auch da erstmal angefangen gut zu schwitzen, habe aber trotzdem nach einer halben Stunde, als ich da drin saß, so gut wie kein Gewicht verloren. Und ja, bin dann erstmal zum offiziellen Wiegen nach unten gegangen, war aber knapp 1,5 Kilo drüber. Hab dann nochmal die Gelegenheit von Octagon bekommen, ja, 2 Stunden mein Gewicht zu machen. Bin dann wieder hoch aufs Zimmer, bin wieder in die Sauna gegangen, auch wieder eine halbe Stunde. Hab aber auch nach dieser halben Stunde wieder nur 500 Gramm verloren, sodass ich immer noch fast 1 Kilo drüber bin. Oder dann immer noch drüber war. Bin dann wieder hoch aufs Zimmer, bin nochmal in die Sauna, gleiche Prozedur, wieder eine halbe Stunde rein. Habe dann allerdings nur noch 300 Gramm verloren, womit ich dann offiziell 700 Gramm zu schwer war. Ja, wir haben uns dann mit Octagon darauf geeinigt, was für mich halt wichtig war, dass der Kampf trotzdem zustande kommt, weil wäre es daran gescheitert, dass ich mein Gewicht nicht geschafft habe und dass der Kampf dann nicht zustande kommt, hätte ich es irgendwie auf Brechstange noch gemacht. Aber dadurch, dass ich wirklich schon ans äußerste Limit gegangen bin und die Gesundheit an erster Stelle steht, was auch für mein Management, für Octagon selber und für mich an erster Stelle steht. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass der Kampf trotzdem zustande kommt. Ich halt ein bisschen von meiner Börse, von meiner Gage meinem Gegner abgebe, aber dass der Kampf halt trotzdem zustande kommt. Und ich glaube, für alle ist es wichtiger, dass der Kampf halt stattfindet und nicht aufgrund dessen abgesagt werden muss, weil ich es dann doch vielleicht nochmal mit dem Weightcut versucht hätte und dann eventuell Schlimmeres passiert wäre, ich dann gar nicht kämpfen konnte, weil ich im Krankenhaus gelandet wäre oder was auch immer. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass wir den Gewicht so zu lassen und dass der Kampf trotzdem stattfindet. Also morgen gibt es trotzdem ein Feuerwerk. Let's go, Leute. Oder warte mal, hier ist mal ein bisschen. Ja, grüß dich, grüß. Danke. Warte, Bruder, du musst ein bisschen schwerer. Hier ist noch ein bisschen Platz. Ein leckiger. Keine Chance von mir. Nicht richtig aus 1000 Meter. Ja, ja, sehr schön. He's pressuring. Direkt hierher, direkt hierher. Ja. Einmal was muss, das muss. Einmal im Leben Max Kohler. Ach, hör mir auf. Einmal im Leben Max Kohler. Erstmal diesen Stare-Down zwischen den beiden.
Absolutes Pokerface von beiden Kämpfern. Ja, Bruder, der Grund, warum ich jetzt nicht kämpfe, ist einfach der, dass der Knast jetzt doch entschieden hat, dass ich nicht kämpfen darf. Obwohl vor ein paar Monaten gesagt wurde, dass ich an Wettkämpfen teilnehmen darf. Montag wurde mir dann gesagt gehabt, dass ich nicht raus darf, dass mir erstmal alle Ausgänge wurden mir erstmal gestrichen und dass ich dann bis Donnerstag die Konferenz abwarten sollte. Und am Donnerstag habe ich dann alles nochmal neu eingereicht, den Octagon-Vertrag, ein Schreiben vom Management, ein Schreiben von meiner Verlobten, da habe ich auch ein Schreiben von mir auch noch dazu geführt und ein Schreiben auch vom Anwalt und das hat alles nichts gebracht. Die haben entschieden, also der Knast entschieden, dass ich nicht an Wettkämpfe teilnehmen darf. Und das war halt scheiße, sehr niederschmetternd, weißt du? Ich war sehr, sehr traurig jetzt, war jetzt in guter Form. Hatte mein Gewicht, hatte ein sehr gutes Gewicht gestern schon. Ich war echt bereit, Gas zu geben morgen. Und ist halt so, wie es ist. Ich habe jetzt nächste Woche meine 2-Drittel-Anhörung. Und wenn alles gut läuft, bin ich einfach im Oktober draußen. Dann hoffe ich endlich, dass ich dann in Köln kämpfen kann. Und zeigen kann, was ich so kann. Aber bis dahin muss ich mich noch ein bisschen gedulden und das machen, was der Knast mir sagt. Und ansonsten war es das für mich. Jetzt ist für mich mein Bruder eingesprungen, das Ersatzgegner. Gestern angerufen und gesagt, hör mal zu, du musst mir einen Gefallen tun, du musst in den Ring steigen. Tu es für mich. Egal, ob du fit bist oder nicht, du bist der bessere Kämpfer. Und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Mein Bruder hat mich angerufen am Donnerstag, wo ich mein Friseur war nach Sparring. Hat gefragt, hör mal, willst du für mich einspringen? Ich so, was ist los? Meinte, ich darf nicht kämpfen. So hat mir kurz die Sache geschildert, meinte, das ist deine Chance. Hab ich gesagt, ja, das ist klar. Lass mich kurz mal 5 Minuten anrufen, wenn der Friseur vorbei ist. Da hab ich mit ihm gesprochen, meinte, wie viel Kilo? Meinte, 77. Hab ich gesagt, alles klar, passt. 77 hab ich drauf. Meinte, ich komm zu meiner Ecke, meinte, ja klar, gerne. Hab ich gesagt, der Knaller ist da. Diese Geschichte. Ich hab nichts zu verlieren, ich meine, ich bin hier, ich bin mit den Jungs. Gute Truppe hier. Ich hab das Ding, wird lustig. Entweder schlafen oder den Schlafen schicken, Alter. Also. Gibt nur die Option, ne? Sehr gut. Und jetzt gibt es Pistole in den Arsch. Das ist das, Alter. Denk dich schon drauf, Alter. Der Tag neigt sich dem Ende. Unsere übliche Routine, die wir immer vor dem Wettkampf machen, oder beziehungsweise einen Tag vor dem Wettkampf, bisschen entspannte Runde, nochmal um runterzukommen. Bisschen Massage von unserem Coach Alex. Und danach kann man auf jeden Fall schön ins Bett gehen. War ein interessanter und aufregender Tag heute. Von Beginn an, von morgens bis jetzt. Ein langer Tag auch vor allen Dingen. Ja, und wie gesagt, neigt sich langsam dem Ende zu. Wir sind auch ein bisschen müde, legen uns schlafen. Und morgen ist auf jeden Fall Game Time. Guten Morgen. Guten Morgen. Beste Lehre. Der Ball läuft richtig. Wahnsinn. Hier, ich hab die hier. Spaß, danke, Max. Der ist einfach auf kurzfristig eingesprungen, heftig, ne? Wir fahren jetzt gleich rüber zum Spirit, da machen wir eine kleine Einheit. Dann Mittagessen, wieder ins Zimmer, ein bisschen Mittagsschlaf machen. Ja, und dann geht's eigentlich auch schon los. Ja, Bruder, lang gechillt. Dankeschön, euch auch, ne? Lom. Danke, Bruder, dir auch. Danke, Bruder. Komm mit das, Brat. Lamai, wo kommst du? Ja, Bruder, inshallah. Heute Siege, inshallah. Bruder, Assalamu alaikum.
Jetzt gemacht. Wie bereits gesagt, einmal um einmal ein bisschen so die Lunge zu öffnen, einmal hochzufahren, den Puls. Und ja, jetzt auf jeden Fall Showtime. Als erstes kämpft Daniel, macht den Eröffnungskampf, auch Comeback seit langem. Und dann, ja, ein paar Stunden, ein paar Fights später bin ich an der Reihe. Noch ein paar letzte Worte. Knallerei, Alter. Knallerei. Wir starten die Show auf jeden Fall mit dem Knaller. Let's go!
an das Thema von gerade anzuknüpfen, ich muss dir schon recht geben, Apollo sieht in der Tat deutlich massiger aus als in seinen vergangenen Kämpfen. Und startet hier wie gewohnt spielerisch in der Hocke. Ist bei den Buchmachern der Favorit, hätte ich so auch nicht gedacht. Und wir sehen, Grabinski kontrolliert die Käfigmitte. Zirkelt hier zu seiner linken Seite raus, um von der Schlaghand von Apollo wegzukommen. Pushkicks durch die Mitte. Schöne Kombination von Grabinski. Da saß einer auf jeden Fall am Kopf. Er versucht hier seinen Gegner jetzt am Käfig zu stellen, um eben dieses bewegliche Meiden von Apollo ein bisschen zu unterbinden. Auf der anderen Seite hat man hier auf der Bank am Kommentatorenpult immer gut reden, denn es ist wirklich schwierig für einen Kämpfer wie Apollo Silva ein Gegenrezept, ein Gegengift zu finden, mit dem man ihn entweder auspumpen oder sogar ausschalten kann. Und jetzt hier der Takedown-Versuch. Aber Grabinski mit einer starken Hüfte verteidigt erstmal und kann jetzt hier vielleicht aus der Situation mit seinem Ellbogen Schläge zur Seite des Kopfes anbringen. Er versucht hier das Kinn vom Gegner hochzudrücken oder den Mund zuzuhalten. Ist erlaubt, aber ist auch etwas ungewöhnlich, dem Gegner so die Luft zu nehmen. Apollo versucht hier weiter den Kampf im Clinch am Käfig zu halten. Was könnte Mo hier machen, um da rauszukommen? Da, in der Sekunde bricht er schon wieder aus. Und das Schlaggefecht geht weiter. Oh, der Uppercut kam durch. Beide Kämpfer mit Kombination, mehrere Schläge hintereinander und beide treffen. Aber hervorragende Verteidigung hier bislang von Grabinski. Also diese ganze Zeit in der Backmount von einem Jiu-Jitsu-Schwarzgurt auszuhalten, ohne auch nur wirklich in sehr ernste Gefahr zu kommen, ist auf jeden Fall schon mal eine Leistung. Noch 15 Sekunden in der zweiten Runde. Jetzt geht Apollo auf die Seite, versucht es mit dem Armhebel. Da rutscht er gerade rein. Aber Grabinski dreht sich raus. Dreht sich raus. Kann hier nochmal zum Schluss der Runde. Ja, und er liefert einem permanent neue Probleme, um die man sich dann im Kampf kümmern muss. Er zeigt einfach, dass er variabel ist, aber da sind auch schon die nächsten Fäuste von Grabinski, die treffen. Ja, und ich habe das Gefühl, Grabinski ist aus der Rechtsauslage gefährlicher. Also zumindest scheint es so, als hätte Silva damit mehr Probleme. Er trifft jetzt mehrfach sauber und sollte vielleicht so stehen bleiben. Oh, High Kick. Ja, und beide Athleten zeigen wirklich schöne Techniken. Gute rechte Hand von Grabinski. Technisch saubere Aktionen, hohes Niveau, vielseitige Schläge, Kicks. Vielleicht hat Mo noch die Möglichkeit, in diesem Spinning Hook Kick auf die Ferse mal eine Aktion zu kontern, indem er ihn an den Boden bekommt oder eben dann schlagen kann, aber es ist wirklich nicht einfach, weil man weiß nie, was dieser Apollo einem als nächstes um den Kopf haut. Und beide treffen. Und dazu die ganze Zeit diese Maid-Bewegung des Körpers. Aber jetzt hat Grabinski schon wieder gut getroffen. Vielleicht wird Silva langsam, aber sicher etwas langsamer. Versucht jetzt hier den Takedown zu holen, aber Silva blutet auch. Hat hier wieder die Kontrolle um die Hüfte. Sind sogar, glaube ich, geschlossene Hände. Das heißt hier gute Chancen für Silva, den Kampf auf den Boden zu verlagern. Und genau da passiert das. Hat die Rear Triangle um den Körper, also die Body Triangle, und versucht jetzt hier, sich den Choke zu sichern. Grabinski löst die Hand wieder. Grabinski sollte vielleicht noch weiter sich nach rechts legen, um Druck auf das Fußgelenk von Silva zu bringen, weil dadurch muss er die Body Triangle aufmachen. Hat es jetzt gemacht. Aber Silva, der Fuchs, dreht natürlich sofort die Seite, macht die Body Triangle postwendend auf der anderen Seite zu. Oh, aber jetzt sieht es auch aus, als wäre die Armbeuge weit unterm Kinn. Da ist der Tap. Da ist der Tap. After 4 minutes, 34 seconds
And the winner by rear naked choke coming from the red corner, Leandro Apollo Silva. Mohamed, du nimmst bei Octagon nur große Herausforderungen dem Sport Game Changer. Heute hast du gegen Apollo Silva gekämpft, die Nummer 2 im Ranking. Wie geht es weiter und was für eine Strategie oder was für einen Gameplan hast du auf Apollo gehabt? Denn er ist vielseitig. Soll ich auf Deutsch antworten, Englisch? Deutsch, okay. Also zunächst einmal stimme ich dir zu 100% zu. Ich will nur gegen die besten Jungs kämpfen. Das habe ich gemacht vom ersten Kampf an. Mein erster Kampf war auf Short Notice gegen die Nummer 5, gegen Kertes. Den habe ich besiegt. Mein zweiter Kampf war gegen Michalidis, der, ja, wie wir heute gesehen haben, ein absoluter Turnierfavorit ist. Mein dritter Kampf war gegen die Nummer 2, Apollo. I have so much respect for this guy. Er ist ein so guter Kämpfer, er hat so viele gute Jungs gekämpft, die besten Jungs der Welt. Und genau das ist mein Ziel. Ich will die besten Leute der Welt kämpfen und verliere lieber mit Stolz gegen so einen Typen. Und ich scheue mich auch nicht vor Niederlagen. Also ich verliere mit Stolz gegen solche Leute, weil ich einfach die besten Leute der Welt kämpfen will. Und ich nehme auch jeden Kampf gegen jeden Gegner an. Und Octagon kann immer mit mir rechnen, weil ich einfach die besten Leute kämpfen will. Und dafür bin ich hier, dafür mache ich den Sport und ich liebe den Sport einfach. So Leute, ist jetzt genau 3 Tage nach dem Kampf von Samstag in Frankfurt. Ja, wir sind jetzt hier mit dem Team, Coach Alex, mit meinem Bruder Soran. Frühstücken ein bisschen, trinken Kaffee und lassen alles so ein bisschen Revue passieren, reden ein bisschen über den Kampf, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, aber nicht über den Kampf, sondern über das komplette Jahr. War auf jeden Fall ein sehr aufregendes Jahr mit 3 Kämpfen, auch mit einer der größten europäischen Organisationen bei Octagon. Ich habe gegen die 3 stärksten Leute in der Organisation gekämpft, habe wirklich 3 gute Kämpfe gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Jahr. Das Jahr neigt sich aber auch dem Ende zu und ich merke auch, dass ich jetzt langsam eine kleine Auszeit brauche von dem Jahr bei 3 Kämpfen in einem Jahr. Das ist ja nicht nur das Kämpfen, sondern auch der Weightcut und alles, was dazugehört mit der Vorbereitung, geht sehr an die Substanz. Ich werde eine kleine Auszeit brauchen, fliege mit der Familie morgen in Urlaub und komme auf jeden Fall dann resettet und sehr erholt wieder. Danach werden wir uns mit dem Team wieder zusammensetzen und mit meinem Management, dann wird man auf jeden Fall die Zukunft besprechen, weil da steht einiges auf jeden Fall noch auf dem Programm und seid auf jeden Fall gespannt, weil das war auf jeden Fall erst nur der Anfang und hat mich auf jeden Fall nochmal motiviert, noch mehr Leidenschaft und noch mehr einfach Energie in das Ganze zu setzen, weil, wie gesagt, ich liebe einfach den Sport und ich werde das Ganze so lange machen, bis mein Körper sagt, okay, jetzt ist es vorbei. Und ich finde, ich bin jetzt in der Peakphase meiner Karriere und wie gesagt, da wird einiges auf jeden Fall noch auf euch zukommen.